Hallo, meine lieben Freunde, ich bin euer Nino Odo und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich, Ungarn, beziehungsweise England. Jo. Wir überlegen uns gerade, ob wir den quasi gehen wir gegen Portugal. Wir werden auf jeden Fall nehmen. Ich habe echt keine Lust. Aufgekommen, Portugal hat schon einen Krieg, Frankreich hat einen Krieg und beide sind mehr oder weniger am Verlieren in ihren Kriegen. Deswegen ich keine Lust habe, jetzt zurückzuziehen. Jetzt ein Antagonist von uns und unser Rivale, das können wir auch haben wieder mehr von diesen Punkten. Die ist bei. Wo kann ich dich nicht? Frage ich mich. Headquartered Control. Wie kommst du? Okay, warte mal. Ich will Fire dich. Das ist sehr ungern. Du bist nämlich ein großartiger. Ist ein großartiger General. Okay, warte mal. Wir haben hier 7.000 und 17.000. Wieso kontrollieren wir die nicht? Böhmen. 30. 10.000 mehr. Aber wir haben doch auch noch Barracks in Wien 30. Und in der Steiermark nochmal 15.000. Oh, wir haben drei Generäle hier. Wo ist denn der dritte General? So, schauen wir mal. Der Herr Uha. Das Ohr ist eine hat Transsilvanien, okay. Schott aus Anhalt. Aus Sachsen. Nordrhein-Westfalen. Baden-Steiermark. Ah, da. Da kommen die. Da ist der Herr Hötzen. So, ist ein Sand, okay, gut.
Und ich meine, okay. Verstehe nicht. Naja, egal. Muss ich nicht verstehen. Vielleicht sollten wir den Typen wirklich entlassen. Ich mag das zwar nicht tun, weil der ist ein echt guter General. Und einen neuen General einstellen, vielleicht hilft das. Machen wir das mal. Ja, die Armed Forces mögen uns die. Ja, die mögen uns mit. Ja, jetzt machen wir trotzdem. Weil das ist Event, dass ich da keine Bataillone habe, die ich eigentlich haben sollte. So, da habe ich jetzt 31.000 Bataillone frei. Schauen wir mal. Gucken wir wieder einen, ach, nehmen wir wieder einen von denen. Ah ja, jetzt kann man den kann man mobilisieren, den kann man auch mobilisieren. Jetzt haben wir unsere Truppen. Und schicken dich quasi hierher, sicherheitshalber. So, was wir machen werden, ist Folgendes. Wir werden diesen Krieg führen und wir sind ja im Krieg mit mehreren gleichzeitig. Wir werden schauen, dass wir das rauswerfen, dann Sind rauswerfen, Persien dann rauswerfen und in der Zwischenzeit sollte dann Portugal eh schon draußen sein. Portugal machen wir auch die ganze Zeit mit. Gegen Frankreich werden wir hauptsächlich verteidigen. Ah, sehr gut. Na gut, wenn die back down in Parma, könnten wir das jetzt eigentlich auch machen, damit wir unsere Truppen zurückkriegen und keinen Krieg führen müssen. Das sind famous. Sollen wir das machen? Das ist eine gute Frage. Die Kolonie zu erobern wäre super. Was haben wir jetzt noch gefordert? Solo als Puppet ist jetzt nicht so wichtig, aber einfach. Weil die können sich nicht wirklich. Ich meine, Portugal ist echt schwach. Ist das mit den beim Süden? Vielleicht haben wir ja Glück und die ziehen zurück. Die Portugiesen, die Franzosen haben da noch niemanden hingeschickt. Und da auch nicht. Na, wir ziehen nicht zurück. Franzosen nicht. Naja, okay, dann schicken sie einen Haufen Leute her. Wie gesagt, verliert da auch einen Krieg, also so gesehen. Mit etwas Glück gibt Portugal einfach nach.
Das wäre nett von Ihnen. Aber ich will es nicht tun. Ja, seitdem haben wir 518. So, wer ist das? Schauen wir mal. Portugal hat 20.000 Truppen. Frankreich hat 330.000. Persien 80, 14, 26. Spanien noch immer 50.000. Gut. Vielleicht sollte man Spanien relativ schnell aus dem Krieg werden. Schauen wir mal. Normalerweise sollte es eh relativ einfach gehen. Wir werden in Portugal anzulanden. Das sollte kein Problem sein, nachdem wir so rausgebunden sind, wenn wir die dritte Anlandung in Portugal machen. Hier in der Hauptstadtregion. Da sind keine von den Franzosen und da auch nicht. Solange hier keine Truppen. Bleibt ihr bitte an. Du greifst die an. Weg, wir Frankreich schnell aus dem Krieg werfen, Leute. Wir haben dann schon gesehen. Ärgert mich jetzt gerade, vielleicht hätten wir Elters versuchen sollen einzunehmen. Wir haben einen Anspruch auf den Elsass. Nein, zieht sie nicht zurück. They don't play chicken. Letzte Chance für uns zurückzuziehen. Wollen wir das tun? Nein, wir könnten noch mehr mobilisieren, wenn wir wollten. Egal. Wir ziehen den. So, Pause. Zu A. Oder sollen wir zuerst ziehen drauf? Ich kann mal feststellen, wie schnell das geht. Ah, der alte Admiral. Naval Invasion. Sehe ich, wie lange man dorthin braucht. Das könnte schneller nach Sinn, oder? Tage, ja. Okay. So, schauen wir mal. Können wir aufwenden, um in Sulu-Gebiet anzulanden. Der Pechmann fehlt da jetzt irgendwo, aber ich hoffe einfach, dass ich den nirgends so wichtig hingeschickt habe. Da können wir ja. Okay, da sollten wir vielleicht eine Truppe hinschicken. Schauen wir mal, ob wir noch einen Idol. Ah, wir haben eh noch zwei. Achso, nein. Den Habsburg. Das sind die beiden, die wir. Ja, scheiß drauf. Mobilisieren wir noch. Und du kommst auch an die persische Front. Einfach fest. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Ah, sie haben doch noch Truppen hergebracht. Na, schade. Aber dann nicht. Finde ich interessant. Da auch nicht. Beziehungsweise, da wollen sie zwar Truppen herschicken, aber das wird zu spät.
haben wir schon erobert gleich. Echt, du hast das nicht auf einmal alles erobert? Ja, da haben wir schön oben. Finde ich. Okay, wir sind definitiv rüstet als die. Finde ich. So, die einzige Front, wo es ein bisschen kritisch sein könnte. Nein, es gibt zwei, die in Persien also auch ein bisschen kritisch sind. Die beiden. Schauen wir mal, 16 gegen 24. Okay. Der Verteidigung. Gut, wir machen folgendes, Freunde. Wir werden hier ausschließlich verteidigen. Du verteidigst an dieser Front. So. Und wir müssen auf den anderen warten, bis er abgebissen hat in seinem Angriff. Na okay, gut. Also da können sie mit vielen Leuten kommen. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Die Verteidigungswerte sind ja Wahnsinn. Da verlieren wir ja gar keinen. Oder fast niemanden. Das ist gut. Das ist gut. Die sind auch gut im Verteidigen, bist du deppert. So. Behalten wir da ein Visier. Ludendorff, ja, nein, nicht. Was mit denen? 36 Tage und 35 Tage. Das dauert immer gleich lang, oder? Kann das sein? Egal, wie weit weg ist es. Erst darüber gekommen. Ah, da kommen jetzt 60.000. Da wurde es noch. Echt? Die haben das gewonnen? Wie kann das sein? Sie haben nicht ein bisschen was erobert von denen. Ärgerlich. Das ist ein bisschen so wie bei uns in Polen. Da haben wir auch nicht erobert und trotzdem haben sie aufgegeben. Aber wir waren wenigstens bei ihnen mit unseren Armeen. Da reicht sind aber doch mit den Armeen hin. So, welcher Frontabschnitt? Sambia. Na da. Mach da. Ja.
Dann schauen wir mal, wie lange dauert es noch mit den Schippernakeln? 20 Tage. Ist eher Schlacht. Bald aus. 2 zu 24, ja. Könnte die Schlacht bitte bald beendet sein? Ah, die ziehen da wieder weg. Sehr ärgerlich. Bist du ein besserer Angreifer? Nein, du bist cruel. Du bist der beste Angreifer, den wir hier haben, oder? Yep. Okay, ich glaube. Oder soll ich dich verteidigen lassen einfach? Weißt du was? Mach einfach beide Verteidigung. Sollte hier gar nichts passieren. Wieso gehen wir da trotzdem weiter, obwohl alle verteidigen, frage ich mich. Na gut, soll sein. Schauen wir mal, Schippernakeln. Wie weit seid ihr? 3 Tage, 2 Tage. Und Action. Okay, die Schlachten hat es keine gegeben. Schauen wir mal die. Dann, okay, die ist einfach. Die haben wir gewonnen. Wie ist das Buschnacht? Die gewinnen. Passt. Okay. Die sind zwar grundsätzlich viel stärker in der Verteidigung als wir, aber we have the number, könnte man sagen, in dem Fall. Oh, sehr gut. Das sind 30 Mann, die greifen weiter da an. Das war's mit Portugal hier. Das finde ich gut. Portugal sollte jetzt ja minus 10 bekommen. Das ist gut. Kommen. Also pro Tag minus 2,87 und wir haben minus 0,9. Das ist okay. Die kriegen minus 12, ist auch okay. Die kriegen minus 11, ist auch okay. Apropos minus 11. Sind haben wir fast eingenommen. Das heißt, sind wir aus dem Krieg draußen. Einer von euch kann der angreifen. Kannst du angreifen? Artillerie-Commander, was kannst du? Plus 1, plus 50% Mud Chance. Plus 100% Aggressive Maneuver Chance. Naja, aber Open Terrain ist das jetzt nicht wirklich ein guter. Bist ein
Verteidiger und ein guter Angreifer. Na gut, mach mal du die Angriffe hier. Schauen wir mal, was passiert. Der Habsburg hat Sint gleich erobert und wenn wir Sint fertig sind, gehen wir nach die nächste Anlandung in Portugal. Passt. Sint und Tschüss. Next Stop, Portugal. Mitze Albrecht. Passt. Nicht so gute Front. Supi Front. Ja, die ist auch gut. Vor allem, dass das ja bald aus. Passt. Das war's, Kolonie erobert. Fast. Jetzt. Kann nicht vorstellen, dass da noch viel. Schickt er gerade die 180.000 Leute her. Die wären wir sogar fast recht, wenn die da stehen würden, stehen bleiben würden. Uff, da greift er auch mit vielen an. Na gut, aber andererseits. Was ist das? Matt? Minus 50% Province Capture. Plus 20% Moral Damage. Finde ich nicht richtig. Ja, da immerhin. Ah, oh, da gewinnen wir die. Das ist gut. Das ist gut. So, was mit der Navy? Wie lange dauert das noch? 30 Tage. So, du machst bitte Raid Convoys. Und zwar hier. Oh nee. Beschäftigen wir mal die Franzosen ein wenig. Oh, wir sind ja doch da. Und das? Ha, weil Dings angreift. Weil die wahnsinnigen Ägypter angreifen. Na, Netsch in dem Fall. Ist ja süß. Ja, bitte lass das. Das interessiert uns nicht. Wir wollen da nicht angreifen. Frankreich ist uns wurscht. Mit Frankreich wollen wir nichts machen. Wollen. Ich meine, es ist eh okay, wenn man Frankreich angreifen, machen wir ihnen ins Land. Wir wollen die portugiesische Kolonie. Das ist das Wichtige. Und Sulu als Vasall. Sollten eigentlich relativ bald aufgeben. Ja, noch immer auf 37, 39. Das wird nicht mehr lange spielen. Man verliert eigentlich auch recht viel. Spielen diese Episode noch so lange, bis Sint und Sulu aufgegeben haben. Gib Gas. Auch schneller. What is that? A voice for the liberalism currently on the rise has resonated with the petite bourgeoisie.
Okay, it must be heard. Eigentlich nicht. This is far too extreme for German politics. Minus 4 Interest Group Approval. No, say I was. Wo sind die bei? Minus 4. Na okay, vielleicht. Vielleicht sollte man es doch nicht machen. unsere Konvois werden gesankt. Das ist aber nicht nett. Navy-Freund, du. Beschützt bitte die Leute da unten. Mann, kannst du nicht? Ist ja cool. Ach so, ach Gott. Ja, du musst bitte da beschützt gehen. Das sind die Truppen, die gehören. Was ist das? Communist South Africa? Echt? Südafrika hat Kommunisten. Echt gut. Wie schaut's aus? 16 Tage noch. Komm schon. You can do this. Okay, ich frage mich gerade, ob wir irgendeinen Zoll noch haben. Ach nein, nicht Members. Können wir Artillerie noch irgendwie importieren? Ah, von Amerika. Haben wir doch gehört. Und von Russland auch. Wir wollen genügend von dem Zeug haben. Wir produzieren zwar viel Zeug, aber sicher, sicher. Ja, da unten passiert nicht allzu viel mehr. Oil discovered in Hannover, yes. Oil rigs, Hannover. Ah, da haben wir schon 25. Wir haben noch mehr. Elevators unlocked. Macht unsere Construction Sector stärker. Finde ich gut. Das finde ich cool. Das sind Perser. Warte mal, aber wenn da Perser verteidigen, also da 23.000 Perser, 20.000 Portugiesen, wo sind die restlichen Portugiesen? Also ich mein, es gibt ja nur 20.000. Machen die nichts anderes als in Frankreich rumstehen? Wer verteidigt dann Portugal? Eigentlich niemand. Wenn wir gleich sehen. Normalerweise sollte das bedeuten, dass dann einer da ist, den wir bekämpfen müssen.
Okay. Ja, war wirklich nicht. Wo, warte mal, du. Kette an. Hier. So, und Oil. The discovery of oil in Hanover is causing people to flock to the state. Finde ich gut. Watch this trend. Oil is the future. Ja, wir machen cautious das Ganze. So, von euch hier brauche ich den besten Angreifer. Defense. Nix da. Du bist. Du, Freund. Gehst an die Front hier. So, und was wir auch machen, ist folgendes. Du wirst als nächstes noch eine Naval Invasion machen. Und zwar dieses Mal. Hier in Valencia vielleicht. Schauen wir mal, ob wir die Spanier auch aus der Reserve locken können. Können wir die Spanier auch gleich aus dem Krieg werfen. Weil sollte helfen, die Portugiesen aus dem Krieg zu werfen. Du greifst bitte da an. Und du greifst bitte da an. Normalerweise sollte der jetzt gleich da sein, weil der braucht ja gleich daneben ist, genau. Perfekt, das heißt, wir können die Spanier abwehren. Das sollte reichen, um die Spanier umzubringen. Der Habsburger ist halt ein. Ja. Der kann alles angreifen, verteidigen, umbringen. You name it, he does it. So, wie ist das jetzt mit denen? Wieso habt ihr noch nicht kapituliert? Minus 84, minus 8. Wir sind hier die Guten. Wir verhindern, dass es dort weiterhin Sklaven gibt. Yes. So, Portugal wird eigentlich auch relativ bald draußen sein. Die haben jetzt auch schon ein minus 10. So, sind die draußen. Na. Ah, okay. Du. Bitte da an. Das heißt, du machst ganz Portugal noch fertig schnell. Ja. Ich habe gesagt, wir machen heute, wenn ich Sint ausgeworfen habe.
hoffe, es hat euch gefallen. Mal sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Portugal gibt mir eine Kolonie. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann wird schönes.